es halt keinen erzählen. Herzlich willkommen zu einem Spiel, das euch ein wenig... Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe absolut nicht den geringsten Plan. Wir kommen da mit. Wir gehen da tatsächlich mit. Und gucken mal, was wir hier spielen, okay? Butch! Butch Studios! Willkommen zu einem neuen Traumhauserlebnis! Ja, und damit herzlich willkommen zu einem sogenannten Let's Trash. Ich mache tatsächlich mal die Webcam aus. Das nimmt zu viel weg vom Spiel. Hallo, Webcam? Ah, hier. Ja, und damit herzlich willkommen zu Barbie Stream House Adventure. Zum Starten einen Knopf drücken. Ja, so ist es. Ich habe, tja. Hallo, hola, bonjour und ni hao. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Gott, für die, die jetzt erst einschalten, ich bin Barbie Roberts und ich bin so dermaßen aufgeregt, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Hallo, Barbie Roberts. Das hat jetzt aber sehr lange gedauert. Na, Switch, was ist denn los? Tada, das ist es. Cool, oder? Es gibt nur eine Regel hier. Sei du selbst und hab Spaß. Gut, im Grunde genommen sind es zwei Regeln. Oh, es falscher gibt Controller. Eine Menge Doch, ich depp. Erkunde alles. Mein Haus ist dein Haus. Probier alles aus, halt dich nicht zurück. Okay, dann, so wird gespielt. Bewege L, interagiere mit A. Okay, so. Alter, die Framerate, ne? Unglaublich. Oh mein Gott, ist das langsam. Es ist die Switch. Gut, wir spielen Barbie Streamhouse Adventure für die Leute, die es schaffen. Wir haben 4 Äpfel, 2 Bananen, eine Karotte. Okay. Eine Kirsche, 6 Paprika, Tomaten, 3 Orangen. Okay, wir haben einiges an Gemüse. Also hier den Maiskolben hätte natürlich. Ja gut, hinterfragen wir das mal nicht. Natürlich keine Süßigkeiten. Die Gurke ist wahrscheinlich gerade woanders da in Benutzung. Das bedeutet, da müssen wir erst in Barbies Schlafzimmer. Was ist? Willkommen zurück. Das Traumhaus verändert sich und alles, was für die Dekoration verwendet wird, befindet sich jetzt in diesem praktischen Dekorationsmodus. Aha, okay. Traumdesign war noch nie so einfach. Ich würde gerne eine blaue Küche haben. Hallo? Darf ich? Okay. Also wir können hier jetzt auch alles ein bisschen umgestalten. Aber ich finde, ja, das Blau passt halt echt nicht. Ja, normalerweise müssten wir es komplett in Pink machen, aber... Hä? Warum ist die Wandfarbe so hässlich? Kann ich da nicht einfach Pink machen? Naja, okay, von mir aus. Wir spielen hier Barbie. Ach, meine gute Bratpfanne. Mit der kann man so viel machen. Ich liebe Spiegelei. Kannst du mir eins machen? Ich weiß doch auch nicht, was ich mir hier gerade reinziehe. Wir gucken mal, was der Kühlschrank... Was ist da? Der Speisedrucker ist Papas Lieblingsmaschine. Papas Mit ihm kannst du alle möglichen Zutaten ausdrücken. Wenn dir etwas für ein Rezept fehlt. Spiegelei. Die mag Spiegelei. Dogfood. Ja, wer hätte nicht gern so einen Speisedrucker? Das ist natürlich...
So, kannst du das jetzt essen? Oh mein Gott, was spiele ich hier? Ja, ist ja gut. Ah, stimmt, die kommen. Ist ja eine Puppe. Es ist ja Barbie. Mit dem Standmixer mache ich immer meinen Teig für Kekse und Pizzen. Man muss nur eine Tüte Mehl hinzugeben und dann wusch! Du kannst den Teig mit dem Nudelholz ausrollen. Hast du es schon gefunden? Ah. Gute Arbeit. Okay. Mit dem Nudelholz aus. Nudelholz, hallo? Back den Teig direkt im Ofen, um Brot zu machen. Das ist doch praktisch, wenn du mal wieder Brot für riesige Sandwiches brauchst. Ich will aber tatsächlich kein Brot backen. Ja, komm. Oh komm, wir backen Cookies. Cookies sind lecker. In der Pfanne natürlich. Dafür brauchen wir aber Schokolade. Verstehe. Alter, kannst du mal aufhören? Oh nein. So, bleib jetzt erstmal ruhig, okay? Danke. Ich hab X gedrückt. Das funktioniert so nicht. Es ist vor allem auch gut, dass wir hier auswählen können. Oh, komm schon, Barbie. Hi Justin, grüß dich. Herzlich willkommen zur zum Test. Oh mein Gott. Na, ich weiß nicht. Komm, weg. Weg damit. Barbie? Wonach steht dir heute der Sinn? Okay. Wir stehen im Badeanzug in der Küche. Das ist doch super. Nee, obwohl hier so. Ja, obwohl, es ist September. Das wäre dann ein bisschen too much, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß ja nicht, um ehrlich zu sein. Was Fancyes? Oh mein Gott. Ja, das wäre eher was fürs Regen, für ein Regenwetter. Aber das würde tatsächlich ganz gut passen. Obwohl, das ist auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Das geht. Kann ich nicht einfach mit... Oh Mann, die Steuerung ist für den Arsch, ja. Na, ich weiß nicht. Okay, ist auch nicht schlecht. Oh mein Gott, bitte nicht. Okay, okay. Das ist die normale Barbie-Frisur. Oh, so eine Goth-Barbie. Na, hier so ein bisschen... Ja, komplett blau ist halt auch irgendwie nicht so geil. Das wäre doch mal was. Ja, das können wir machen, tatsächlich. Okay, alles gut. Also, das ist schön. So, folgendermaßen. Wir brauchen, was brauchen wir denn? Schokolade. Ja, das ist der Essensdrucker, aber wir wollen ja was selbst machen. Ne, Keksteig, Brot. Wir brauchen, ich habe keine Ahnung, was brauchen wir denn? Lass mich mal überlegen. Wir brauchen das hier. Und Schokolade. Und dann können wir... Ah, guck mal, wir haben Cookie... Mm,
Cookies. Aber ein Riesen-Cookie. Also das hat sich doch tatsächlich schon gelohnt. Super. Komm wieder zurück in den Kühlschrank. Ich würde sagen... Das hier hin. Ja, es wäre schön, wenn da wirklich was dran stehen würde. So. Nee, eigentlich... Nein, einfach nein. Ja, ist das jetzt ein Rosinenbrot? Oh, so ein Schokoladenbrot wäre auch nicht schlecht, ne? Lecker. Okay, also wir können hier irgendwas machen. Schmutziges Geschirr? Kein Problem. Du kannst es in den Geschirrspüler stellen oder in die Spüle legen. Pass aber auf, dass sich nicht zu viel ansammelt. Okay, schmutziges Geschirr. Ich würde sagen, das hier. Kann man das wieder zumachen? Ja, dann würde ich das tatsächlich hier in den... Ah, muss man aufmachen, okay. Hä? Ah, die Backform, okay, die wird nicht sauber gemacht. Keine Ahnung warum. Verstehe ich nicht. Aber gut, dann machen wir das hier mal. Was ist das denn? Ach, das ist ein Messer. Können wir damit das irgendwie so ein bisschen die Barbie köpfen oder so? So eine Frankensteins Barbie oder so? Das wäre ganz lustig. Oh, hier haben wir Tierfutter. Chelsea hat davon geträumt, alle Haustiere auf einmal zu füttern und diesen Fütterungstisch entworfen. Skipper war so von dieser Idee begeistert, dass sie den Entwurf gebaut hat. Jetzt können Blisser und die Hündchen alle zusammen futtern. Okay, das ist doch schon mal gut. Können wir die Barbie hier packen und Dingsbums? Ne, ich dachte, die würde jetzt hier aus dem Fressnapf fressen oder so. Was haben wir hier? Das ist ein Kuchenautomat. Eine fantastische Erfindung. Du kannst mit nur einer Berührung leckere Kuchen von ihm backen lassen. Drück weiter, um die anderen Ebenen zu backen. Du kannst deine Kuchen auch dekorieren. Findest du heraus, wie? Okay. Große, stimmungsvolle Beleuchtung. Drücke diesen Knopf, um spezielle LED-Lichter auszulösen. Bringe für jeden Anlass etwas Farbe in die Zimmer. Okay, das ist cool. Also so als Style-Idee hat das schon was. Da muss ich mir tatsächlich echt mal machen. Einfach so einen langen LED-Schlauch einfach hier oben überall entlang kleben. Das ist eine echt gute Idee. Ja, machen wir so ein bisschen rötlich. Auf die Saftbar konnte Stacy nicht verzichten. Sie erhält ihre überschäumende Energie durch das Trinken von literweise Saft. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich mache mir auf meine eigenen Smoothies immer gerne etwas Sahne. Genau, Sahne-Smoothies mit literweise Saft und fetten Kuchen, aber eine Hüfte, wo ein Armreim durchpasst. Ganz genau, das ist es. Das ist Müll. Du findest in der Villa überall Mülltonnen verteilt. Wenn du etwas nicht mehr brauchst, kannst du es einfach wegschmeißen. Keine Sorge, wann immer es möglich ist, werden die Sachen automatisch recycelt. Okay. Chelsea liebt die riesige Tafel. Sie schreibt alle ihre Ideen und Geschichten darauf. Du kannst sie jederzeit benutzen. An der Seite findest du Kreide und einen Schwamm. An der Seite finde ich Kreide und einen Schwamm. Wo ist jetzt der Schwamm? Naja, was ich... Aber ich will den Schwamm. Die hat gesagt, an der Seite finde ich den Schwamm. Ah, meint die hier? Ah, okay. Verstehe.
Okay, an sich sind die Ideen echt nicht schlecht, muss man sagen. Wenn auch ein bisschen übertrieben. Da würde, glaube ich, hier so ein großes Whiteboard oder so komplett ausreichen. Aber auf der anderen Seite, wozu gibt es denn iPads? Wenn die noch tatsächlich... Ich wollte ein Haar malen für hilarious. Aber irgendwie... Kriege ich das nur semi-mäßig hin? Ah, das ist grün, ne? Bauen wir mal eine Rakete. Das ist... Ich werde es nicht weiterbauen, okay? Was ist das? Ist das ein Buch? Meine Schwester und ich lieben es, am Tisch zu sitzen. Wir hatten schon ewig keine Dinnerparty mehr. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Oh mein Gott. Mein Freund im Traumhaus möchte eine Grußkarte. Erstelle eine und erhalte eine coole Belohnung. Mom hat diese geniale neue Maschine entwickelt. Sie heißt Kartmaker. Damit kannst du... Wow, okay. So intuitiv. Wähle einen Hintergrund, einen Rahmen, ein paar Sticker und voilà, wenn du fertig bist. Okay, gucken wir mal. Vielleicht können wir für den Justin eine schöne Grußkarte machen. Na, ich weiß ja nicht. Rahmen. Oh, das ist okay. Figurensticker. Was haben wir denn hier? Oh ja, das ist so motivierend. Machen wir hier Grußkarte drauf. Und dann hier noch mit Hündchen. Wunderbar. Und oh mein Gott, wie soll das mit Controller gehen? Hi! Super. Das radieren wir hier unten tatsächlich mal weg. Das machen wir aber nur so, dass man sieht, als hätten wir hier... Ja, gut, fast. Okay. So, bababam. Aber mehr geht nicht, ne? Ich würde gerne die Stiftdicke ein bisschen auswählen, aber das passt schon. Hintergründe. Ah. Rot, ja. Figurensticker. So, okay. Stifte. Wir schreiben jetzt hier so einen richtig hässlichen Gelb. Hab dich lieb. Dieses Spiel ist so ein Schandfleck auf meinem Bildschirm. So, jetzt schreiben wir hier ganz dick Justin drauf. Hier am besten noch mit einem Herzchen. So, und ein kleines J. Wunderbar. Guck mal. Kriegst von der Barbie sogar noch eine extra Widmung. Perfekt. Bist du mit dem Erstellen deiner Grußkarte fertig? Hoffentlich ja. Oh mein Gott. So, die Ladebildschirme sind ein bisschen extrem lang. Selbst für Switch-Verhältnisse. Vielleicht ist es nicht ganz optimiert. Ich wusste nicht, ich habe keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Also wir können hier ganz formidabel natürlich Grußkarten erstellen. Der Ladebildschirm ist ungefähr doppelt so lang wie das Erstellen der Grußkarte. Eine neue Grußkarte. Schenke sie der richtigen Person. Bring sie zum Lächeln. Perfekt. Sieh dir ihr Lächeln an. Yay, guck mal, die freut sich für den Justin. Super. Ah, die können wir jetzt auch einkleiden, ne? Oh, blau ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Obwohl, das wäre jetzt auch okay tatsächlich. Ich will mal gucken, ob ich da noch irgendwie... Das ist doch blöd, ich würde gern...
So, und jetzt so einen dunklen Rock. Okay, nee, das passt nicht. Ich wollte gerne mal so einen Emo-Look verpassen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Oh ja, das ist gut. Das machen wir. Das sieht echt gut aus. Kann man machen. Die hat natürlich jetzt die Karte. Okay, das ist traurig. So, okay, das ist gut. Jetzt würde ich gerne die Barbie an die Gitarre hängen. Da machen wir jetzt die Barbie-Bands. So, hast du jetzt genug Hundefutter gegessen? Und jetzt würde ich sagen... Das ist unser Effektmixer. Spiel einfach ein bisschen damit herum und höre dir an, was rauskommt. Okay. Oh mein Gott. Barbie Band. Oh yeah. Oh. Wir brauchen echt mehr davon. Dieses Haus steckt voller Überraschung. Doch die beste ist diese hier. Wir haben, es kommt gleich, eine geheime Tanzfläche. Perfekt für Partys an Regentagen. Und natürlich auch an allen anderen Tagen. Findest du den Knopf, mit dem man sie aktiviert? Oha. Toll! Mit diesen Moves kriegst du aber keine Jungs rum. Vielleicht kann die Kleine ja ein bisschen besser tanzen. Komm, jetzt machen wir ein Tanzbattle. Alter, diese Dance-Moves. Das ist Renés Popcorn-Maschine. Unverzichtbar für unsere Filmabende. Oh, wei. Wähle die Maschine aus, um sie zu starten. Schnapp dir dann eine Popcorn-Tüte und schaufle es auf. Schaufle es auf. So, ihr habt jetzt genug getanzt. Das hat Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Du kannst Holzscheite in den Kamin legen, um eine warme und gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Das Holz wird automatisch angezündet. Sicherheit geht schließlich vor. Weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber okay. Das ist der DVD-Player. Wenn du DVDs einlegst, kannst du sie am Fernseher ansehen. Jeden Sonntagabend wählt René einen Film aus, den wir dann gemütlich vor dem Kamin mit unseren Freunden ansehen. Das ja, ist eine ja. Tradition geworden. So, jetzt will ich tatsächlich mal gucken. Ah, hier können wir uns also neue Leute holen. Ist das die Mama? Hallo. Du sollst dich zu deiner Mutti setzen und... Ja, ist doch schön. So, alter Schwede, ruckelt das. Warte mal, nee, das machen wir anders. Hündchen! Hündchen! Oh, ja, habe ich eine gute Idee. So, dann machen wir mal hier aus. So, hier machen wir mal. Gucken wir mal. So, wir wollen jetzt mal hier richtig rocken. Diese Gitarren und der Bass haben einen großartigen Sound. Wir rocken hier regelmäßig die Bude. Wir haben gemeinsam ein paar geniale Songs geschrieben. Gut, und dann nehmen wir hier nochmal diese freaking Barbie. Stellen wir hier hin. So.
Warum? Du sollst Gitarre spielen. Okay, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und du ans Mikrofon. Warte, warte, warte. So, du stellst dich mal dahin. So, dann würde ich sagen, du hier ans Mikrofon, hä? Nein, du sollst ans Mikrofon, du Affe. Okay, was ist, wenn... Hallo, Lichtschalter? Nein? Okay. So, gut. Der Fahrstuhl war eine großartige Investition für die Traum. Auf welche Tanzfläche möchtest du? Ich will dir ein Hündchen erstmal was zu essen geben, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon live sind. Ich habe ja gesagt, eine Stunde will ich mir das mal antun. Ich weiß doch auch nicht, was ich hier machen soll. Es war lustig. Psst. Hey, lass mich dir einen super tollen, geheimen Freundetrick zeigen. Beginne, indem du Freunde im Traumhaus platzierst. Warum haben Katzen und Hunde den gleichen Sound? Ich habe so das Gefühl, so langsam wird es kritisch. So, dann würde ich sagen... Ja, sieht halt aus. Den würde ich hier... Ja. Großartig! Versuche jetzt, jemanden auszuwählen, um etwas super Besonderes zu sehen. Oh, oh, oh. Na sowas? Ich frage mich, was diese mysteriöse Schaltfläche macht. Drücke jetzt darauf. Als hätten wir uns das nicht schon längst... Jetzt darauf. Die Schaltfläche ist verschwunden. Schon in Ordnung. Wähle einfach irgendeinen Traumhausfreund aus, um ihn erneut erscheinen zu lassen. Ja, du hast es geschafft. Willkommen. Oh mein Gott. Welt der Mode. Okay. Ein besonderer Schrank voller Stilmöglichkeiten für dich, mich und jeden im Traumhaus. Stöbere in allen Rubriken. Oh wei. Ein Stück, das dir gefällt, wähle es aus und voilà. Unbegrenzter Modespaß. Jederzeit und wie eine Karotte. Okay, das ist echt lustig. Du kannst so rumlaufen. Doch. Hallo, ich würde gerne zurück, danke. So, gehen wir mal nach draußen. Und Justin, gefällt dir das Spiel? Wahrscheinlich nicht. Ich muss aber sagen, es ist ganz lustig, so als Trash-Spiel, auch wenn es vielleicht ein bisschen teuer ist. Tada! Oh mein Gott. Wir können endlich unsere eigenen Feldfrüchte und unsere Blumen anpflanzen. Wir können sie mit Freunden teilen. Ich zeige dir, wie das funktioniert. Verwende diese Schaufel zum Graben. Nicht zu tief und nicht zu flach. Gut, bereit zum Einsetzen? Wähle eine Samentüte aus und bringe sie zu dem Loch, das du gegraben hast. Wähle deine Samentüte aus und bring sie zu dem Loch. Okay, das hört sich falsch an. Wenn dieser Setzling nun wachsen soll, braucht er viel Wasser. Nimm dir die Gießkanne und halte sie über den Setzling. Pflanzen. Okay. Nun müssen wir nur noch warten. Obwohl, ich zeige dir einen netten kleinen Trick. Hier ist etwas Dünger. Probiere ihn einmal bei deinem Setzling aus. Also kack. Dünger aus. Einfach mal so richtig draufgeschissen. Sie ist soweit und kann geerntet werden. Also das ging aber schnell. Wenn du bereit bist, kannst... Na also, das hat Spaß gemacht. Ah. Ein endloser Vorrat an Samen für deinen Garten. Du kannst Feldfrüchte und sogar Bäume pflanzen. Vergiss nicht wiederzukommen und noch mehr zu pflanzen. Das hört sich tatsächlich... Der Gartenschuppen. Hier findest du all das Saatgut und Werkzeug, das du für einen schönen Garten brauchst. Wir können hier also Koch-Ingredients, wie heißt's, anpflanzen. Wenn die Framerate nicht so schlecht wäre, wäre das ja was für mich. Okay. So.
So, das bedeutet, machen wir mal die hier rein. Wir brauchen Wassermelonen. Ja, ich glaube, die Switch ist echt mit dem Spiel überfordert. Wie das auch gehen kann, ich habe keine Ahnung. Ich mache hier aber noch mal ein bisschen Mais rein, damit die Barbie auch später was bisschen was zum Spielen hat. Obwohl Blumensamen. Wenn du Blumen anpflanzt, kannst du wunderschöne Sträuße zusammenstellen, um das Dreamhaus zu dekorieren. Hier findest du das Saatgut, um Bäume zu pflanzen. Bäume brauchen eine Weile, um zu wachsen, aber sie liefern viele Früchte und das über einen sehr langen Zeitraum. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich will mal gucken, was für Bäume wir hier anpflanzen, sodass wir von allem mal so ein bisschen mitbekommen haben. Vielleicht können wir ja daraus mal ein größeres Let's Play machen. Wenn gewünscht ist, natürlich kommt das auch auf YouTube. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich gar keine Frage. Ja, Zitronen. Ah, hier können wir nur einen großen Baum pflanzen, ne? Einige unserer Pflanzen können geerntet werden. Aber warum kann ich denn... Oh hey, das sieht wie etwas aus, womit wir leckere neue Rezepte nachkochen können. Das ist ja okay. Naja, Farmarbeit steht. Das bedeutet, das kriegen wir auch selbst hin. Wunderbar. Hier brauche ich die Gießkanne. Natürlich müssen wir das in Wasser ertränken. Ah, hier kann man noch Bäume pflanzen. Okay, 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 okay. Warte mal, ich will mal vorher was gucken. Was war denn das für ein Baum? Ja, ich würde gerne wissen, was für ein Baum das war. Okay, verstehe. Ja, da kannst du auch gleich alles reinkippen. Zitronenbaum. Okay, ja, das nehmen wir mal mit. So, braucht der Wasser? Wenn ich die wieder... So, hier haben wir einen Zitronenbaum. Hier würde ich dann tatsächlich... Nee, keine Blumen. Bananenbaum, Kirschbaum wäre auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, hier einmal düngen. Okay, hier können die Hunde spielen, aber hier können wir tatsächlich noch mehr pflanzen. Okay. Ah, hier können die dann... Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Die legen wir jetzt mal an den Strand. Genau. So, scrollen wir mal. Die Tiere jetzt nicht. Hier, die olle Milf. Legen wir jetzt auch mal hier hin. So, und die können sich hier unterhalten. Dann kriegen die aber auch ein dementsprechendes... Hallo? Kann ich? Ich würde ihn tatsächlich gerne im Badeoutfit anziehen. Ja, das kann man mal machen.
Am besten mit Schuhen, weil man geht ja mit Schuhen immer ins Wasser. Gibt's da Crocs? Oh, Flipflops. Die wären vielleicht nicht schlecht. Das können wir machen, ja. Da sind wir hier auch soweit fertig. So. Gut. Ah, das passt tatsächlich auch ganz gut. lass mich mal überlegen. Ja, das ist ganz gut. Aber da die Sonne scheint, braucht die auch noch einen Hut. Finde ich. Ja, aber so einen Hut kannst du nicht bringen. Ja, doch, das passt ganz gut. So, wunderbar. Ich würde sagen, du kriegst auch einen Badeanzug an. Der ist eigentlich nicht schlecht. Oder der. Oh ja, ey, auf Lila sieht das echt gut aus. So, was passen denn da für Latschen rein? Ja, lila Flipflops kann man machen. Und als Oberteil würde ich sagen, hier so, was Blumenmäßiges. Ja, das passt. Das kannst du tragen, Mädel. So, dann setzt du dich mal hier hin. Ja. Ja, das passt so, komm. Also den Garten können wir tatsächlich relativ gut anpflanzen und bepflanzen. Das ist tatsächlich super. Und hier würde ich sagen, spielt die mit ihrem Papa. Der soll sie dann hier erstmal weggehauen. Nee, du sollst deine Tochter anschubsen. Warum geht das nicht? So, und der steht dann hier so hinten. Nein, nicht auf der. Ja, wenn, dann will ich, dass du einen Überschlag machst. Du musst ins nächste ausfallen. Gut. Wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir hier ein bisschen Kappelarbeit machen. Wo haben wir denn so einen guten Ken? So. Dich legen wir mal hier mit der Barbie. Ja, wo haben wir denn die andere Barbie? Ist Buggy? Gibt's gerade nicht. So, wunderbar. Die beiden lassen wir dann in Ruhe. So, dann passt. Oh, gucke mal, das passt doch. Oh. Gut. Ich würde sagen, das läuft. Die Mädels hier haben auch Spaß. Und dann würde ich es. Ah ja, warte mal. Können wir hier. Ich würde sagen, wir haben da noch ein paar Katzen, oder? Ach, da oben. Ja, ich soll spielen, ihr Vögel. So, das passt soweit. Gut, ja, Gartenarbeit werde ich mich demnächst später nochmal mit befassen.
Gehen wir mal zurück ins Haus. Ich würde mir gerne die anderen Etagen nochmal angucken. Ey, wenn die Frame nicht so scheiße. What? Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Okay, okay, kein Problem. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Lade, 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 Ladebildschirm. Das sieht komisch aus. Hey, wo sind wir denn jetzt? Wohin möchtest du? Okay, hier unten? Nee, hier unten. Hier waren wir. Hier waren wir auf jeden Fall. Gehen wir mal hier hin. Gucken uns alle Ebenen mal in aller Ruhe an. Oh mein Gott, was spiele ich hier? In was für einer Qualität. Ja, wir spielen auf der Nintendo Switch. Also, ne? Das erste Spiel, was... Wo bitte warten stand. Gut. Dieser Schminktisch ist so toll. Meine Schwestern und ich haben immer darum gestritten, wer wann das Badezimmer benutzen darf. Jetzt können wir es alle gleichzeitig benutzen. Brillant! Deswegen seht ihr alle so aus wie vollgeschminkte Clowns. Es ist nicht irgendwie, dass ihr euch extra so schminkt, sondern ihr bekriegt euch mit Schminke im Badezimmer und lauft dann so raus, wie ihr aussieht. Jetzt wissen wir das, wie das läuft. Das ist nicht gezielt oder Stylo. Haha, verstehe, verstehe. Wir haben immer so viele Leute in der Traumvilla, dass wir mehr als eine Dusche gebraucht haben. Wähle einfach den Duschkopf aus, um ihn zu aktivieren oder auszuschalten. Ich habe Fragen. Was ist, wenn man da mit mehreren Leuten duschen geht? Also links so, ne, Barbie und Ken und rechts halt noch ein anderer Ken mit einer anderen Barbie. Da gucken die sich doch gegenseitig zu, wie sie sich gegenseitig duschen. Oh, warte mal, geht das? Also nicht so, geht das? Wenn wir jetzt sagen, hier, komm. Wir packen dich jetzt hier rein. Und dich dazu. Nee. Ups, Jungs sind im Badezimmer nicht erlaubt, während Mädchen dort sind. Aha. Aha. Ja, was ist mit Jungs, die sich als Frauen entpuppen oder identifizieren? Weil sie Weiber glotzen wollen, es aber so nicht schaffen. Also sagen sie, ich bin Frau. Okay, Jungs sind also nicht erlaubt im Bad. Kein Problem, kein Problem. Ich dachte, wir könnten da jetzt irgendwie Barbie und Ken und Barbie und Ken hier so reinstecken und dann könnten die sich mal gegenseitig so ein bisschen an die Wand pressen. Können wir dann auch hier gleich die Schwestern hier reinsetzen? Sie sehen dann auch gleich was fürs Leben. Dann wissen die auch gleich, wo die Kinder herkommen. Oh, komm mal, ein kleines Höckerchen. Oh, schön. Das ist süß. Ey, du sollst dich jetzt den ganzen Tag lang schminken. Okay, passt schon. Gut, Das ist mein Setup. Da bleibe ich jetzt. Alter, was zum Geier ist das für ein Rechner? Wusstest du, dass ich einen Videoblog habe? Oder kurz Vlog? Am Computer erzähle ich meinen Freunden und Fans alles über unsere neuesten Abenteuer. Das reicht. Manchmal benutzen auch meine Schwestern und Ken den Computer, um Spiele zu spielen und im Internet zu surfen. Ja, wer spielt jetzt was? Also wenn deine Schwestern jetzt anfangen, da Spiele zu spielen, dann sind sie mir gleich positiv. Aber hier spielen wir natürlich jetzt ganz viel Counter-Strike. Der Ken surft nur im Internet und fragt sich nach Schminktutorials, um mit den Mädels mithalten zu können. Ich würde sagen, wer von denen... Hier, komm, du spielst bestimmt ganz gerne GTA 5. Guck mal, hier GTA 6 schon am Leaken. Das ist so ein Minispiel. Hier hat sie die Cheat-Konsole offen. Und hier oben der Discord-Chat, in dem sie die ganzen Erwachsenen beleidigt, mit denen sie spielt. Wenn sie mal wieder abgeschossen wird. Kein Problem. Aber weißt du, was cool wäre? Wenn man hier jetzt... Mein Bett ist so gemütlich. Aha. Die Mädchen rollen sich auch gerne darauf ein. Psst, ich sage dir... Honey ist der lauteste Schnarcher. Aber sag's nicht Chelsea. Was?
Es wäre cool, wenn man da jetzt die Kleinen hier drauf. Nein, die sollen nicht schlafen, die sollen da drauf rumspringen. So boing, 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 boing. Gut, okay. Was haben wir hier? Ey, können wir hier die Hunde. Der virtuelle Spiegel war meine beste Idee. Der virtuelle Spiegel. Er ist einfach nur genial. Der Spiegel kann Kleidung auf jemanden projizieren, der vor ihm steht. Auf diese Weise kann man Sachen anprobieren, ohne sie anziehen zu müssen. Das musst du unbedingt mal ausprobieren. Oh, das Netz. Das sieht aber aus, als würde man sowas nur im Schlafzimmer stellen, oder? Ich habe Fragen. Ich habe hier echt Fragen. Ich habe hier echt Fragen. Ganz viele Fragen. Ich habe hier ganz viele Fragen. Wo ist das Netzoutfit, was wir eben gesehen haben? Okay, das sieht schon echt cool aus. Und dazu, oh, vielleicht finden wir dazu eine passende Hose. Das wäre echt cool. So, und jetzt ein passendes Kleid oder so dazu. Habe ich wieder. Ist das wieder eins dieser Spiele, wo ich mehr Spaß damit habe? Nee, das muss was Langes sein. Es wäre cool, wenn man sehen würde, was dazu so passen würde. Das weiß ich nicht so ganz genau. Nee, es muss schon ein langes Kleid sein. Aber das passt von den Farben her nicht. Also ich sehe das hier aktuell als einziges. Ah, so eine Leggings. Komm, wir lassen die hier mal so richtig unpassend rumlaufen. Wenn die Junior jetzt hier wäre, könnt ihr uns ein paar Tipps geben. Aber okay. Hündchen. Was ist das denn? So, du bleibst jetzt 5 Jahre da stehen. Oh wei. Oh mein Gott. Besser nicht. Machen die hier Yoga? Oh, das will ich jetzt mal sehen. So, wen haben wir denn hier? Komm, Barbie, auf. Das hat Spaß gemacht. So, du meditierst. Du auch. Und du auch. So, und du zeigst den Mädels jetzt mal, was so eine Yoga-Milf macht. Oh mein Gott. Und du machst es nach. Das ist der bückende Arschtritt. Und jetzt von hinten richtig schön mit einem fetten Schuh in den Arsch getreten. Das sieht falsch aus. Naja, von mir aus. Lassen wir die mal machen. Das machen die schon. Aber vielleicht. Und rot, das sieht noch. Ja, machen wir mal gelb, dann sieht es nicht ganz so krank aus. Okay, wir gehen in die nächste Ebene. Wohin möchtest du? Hier waren wir. Hier sind wir. Gehen wir mal in die Ebene 3. Oh mein Gott, was spiele ich hier? Was spiele ich hier? Ach ja. Das sind wohl die. Was? Oh, können wir jetzt Musik machen? Ein neues Lied. Erstelle. Okay. Ist es lustig? Bist du sicher? Diesen Knopf, um die Beats zu bearbeiten. Okay. Also ich muss sagen, bevor ich meiner Tochter jetzt so ein Dreamhouse in echt kaufe, würde ich ihr auch das Spiel holen. Ja, weil erstens Platz sparen und zweitens nicht zu teuer. Ja? Das wäre soweit okay.
Der Hund, der Hund. Oh, der ist cool. Das ist unser kleiner Justin. Das ist der Star. Der macht genau das, was er soll. So, gucken wir mal. Okay. Ah, die gehen aber ab hier. Das ist wahrscheinlich hier so eine Leseecke. Warte mal, können wir da tatsächlich... Warte mal. Wir machen jetzt hier mal den Papa. Dann machen wir so Daddy-Issues. Der seinen Töchtern was vorliest oder so. Ja, der kriegt jetzt hier so ein Buch in die Hand. Und die Kiddies hören dem jetzt einfach mal zu. Es war einmal in einem Land vor unserer Zeit, da wart ihr alle Plastik. Und wir haben euch alle nicht gewollt, liebe Kinder. Ihr seid alle benannt worden nach dem geplatzten Kondom. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah. Kann ich hier reinstecken, okay. Warte mal, können wir hier tatsächlich... Oh, wir machen das. Wir machen jetzt hier eine auf Harry Potter. Wir legen da jetzt zwei Schwestern rein. So, du legst dich da rein. Und du legst dich da rein. Okay. Und die bleiben jetzt da unten, bis sie verwesen. Wir werden sie nie wieder sehen. Dort wird sie niemals jemand hören, bis sie verrecken. Das war einmal eine Zeit, Kinder, da wart ihr noch in den Balls eurer Eltern. Das ist wie Harry Potter ohne Hagrid, die Eule. Einfach aus dem Aspekt her, die kommen da nicht mehr raus. So, die Luft reicht für ein paar Tage, das ist kein Problem. Bis dahin können sich ja gegenseitig den Mund pissen und AA essen, das passt schon. Am nächsten Sonntag kriegen sie dann wieder ein bisschen Auslauf. So, und der Karottenmann liest hier gerade so schön. Das muss der machen, damit man nicht hört, dass sie da unten schreien. Super. Das sieht schon mal gut aus. Hier wird noch, warte, Sekunde, die beiden und sie hier überlegen sich schon mal eine Story für den Fall, dass man hier unten die Viecher doch findet. So, guck mal, die eine ist schon halt tot, das ist super. Gut. Warte mal, wenn wir die... Du hast jetzt mal genug gemacht. Du bleibst jetzt einfach mal hier stehen und sitzt vor dich her und überlegst, was du getan hast auf der Tanzfläche. Ich würde sagen, hier kommt ganz viele kleine Justins. Yay! Und du hier in die Mitte. Guck mal, wie dir die Hüften wackeln. Oh, ah. Oh ja, komm, die Katzen sind so die Cheerleader. Miau, miau. An den Katzen ist es egal. Okay, machen wir es aber so. Gut, wunderbar. Also, so als Trash-Spiel macht es mir doch recht mehr Spaß als gedacht. Hallo? Kann ich da rein? Was ist da drin? Gehen jetzt mal in den vierten Stock. Dort gibt's Collage. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Lade, 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 Ladebildschirm. Gut. Yo. Cool, okay, DVD.
Affe. Affen, Affen. Okay, das ist cool. Warte mal, da, Sekunde. Warte mal, eher was für Tiere. Was gibt es über Chelseas Bett zu sagen? Perfekt für Nickerchen. Perfekt für Das. Freunde. Perfekt für Ausblickpartys? Ja. Du hast richtig gehört. Was? Eine geheime Funktion auszulösen. Auswählen. Du wirst deinen Augen nicht glauben. Ausblickpartys? Geheime Funktion in Chelseas Bett? Barbie, das kannst du doch nicht bringen. Wir sind hier im Internet. Die Leute kommen ja auf ganz falsche Ideen. Also Mädchen, Mädchen, Mädchen. Es wäre cool, wenn hier die Namen stehen würden oder so. Aber ja, die meint wahrscheinlich. Das ist übrigens auch die Chelsea hier, die mit den Tieren tanzt. Es ist so, das Spiel ist so schlecht optimiert gestimmt, dass es hier jetzt mittlerweile DVD-Player ist so schlecht, dass er ruckelt. Gut, ich würde sagen. Okay. Das hört sich auf jeden Fall ganz falsch an. Und den Welpen. Selbst wenn du den ganzen Tag spielst, ist es in Ordnung, dir etwas Zeit zur Erholung zu gönnen. Hol dir einen Snack, mach ein Nickerchen, lies ein Buch, lehn dich zurück, entspann dich und lass die Seele baumeln. Okay, wir machen das jetzt so folgendermaßen. Wir stecken die Chelsea jetzt hier rein und geben ihr Hundefutter. Oh, schade. So, hier Hundefutter. Das nennt man dann Snack. Das, was ist das denn? Oh nein, das ist ein Minispiel. Oh mein Gott. Der Typ da hinten macht das nur, um bei der Barbie zu landen und guckt sich diesen Scheiß an. Der lässt nur etwas Dampf ab. Ist das normal? Also, wenn du irgendwie bei der kleinen Schwester deiner Freundin irgendwie schleimen musst und so einen Müll machen musst, nur um bei der Ollen irgendwann mal landen zu können, dann hast du einen großen Fehler gemacht. Oh, wenn wir das richtig timen. Kann man dann noch eine Runde fahren? Ich würde gerne tatsächlich eine Runde fahren. Und wenn wir jetzt gleich springen, so voll mit dem Kopf gegen die Schädeldecke. Sekunde. Da, jetzt. Bäm! Ah, geköpft. Boom! Und gerade noch immer. Warum halten wir an? Ja, weil es Was für eine ausreicht. tolle Fahrt! Ich freue mich schon auf die nächste. Also, wenn ich jemals Kinder kriegen sollte, die ich nicht leiden kann, werde ich ihnen genau so einen Zug geben und sagen, ihr dürft nur an dieser Stelle springen, damit ihr euch gleich köpft. Gut, was ist das hier? Chelseas eigene kleine Privatkunstecke. Chelsea ist ein Profi im Zeichnen. Sie tut es, wann immer sie etwas Zeit hat. Kunst ist wichtig. Sie löst so wundervolle Gefühle in einem aus. Wir sollten alle versuchen, mehr wie Chelsea zu sein, nicht wahr? Versuche, einen Freund aus dem Traumhaus hinzuzufügen, um ihm beim Zeichnen zu helfen. Okay. Komm, das machst du jetzt mal. So. Okay. Und hier zeichnen wir jetzt eine riesige Kackwurst. Liebst es zu malen? Ich auch. Kreative Köpfe wie Ah, nee, warte Chelsea mal. brauchen Platz zum Experimentieren. Es gibt nichts Besseres, um junge Talente zu fördern. Ja, Suche eine ja. Farbe aus und fange an. Viel Spaß! Ich kann mich echt nicht beherrschen. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich würde es eiskalt bringen. Wie gesagt, das ist Chelseas Zimmer. So, Sekunde. Ein Kreis. Und noch ein Kreis. Naja, ist jetzt eher so ein Hinkelstein. So.
Das ist eine Rakete, das... So, hier machen wir jetzt hier so kleine Fenster rein. Damit kann man dann zum Mond fliegen. Ja, hier. Und hier. Hier kommen dann so Flammen raus. So, dann machen wir hier den Himmel, dass man sieht, dass es auch eine Rakete sein soll. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Gut, okay, haben wir gemalt. Wunderbar. Ich glaube, das läuft mit dem Touch, mit Touch würde es, glaube ich, richtig gut laufen, um ehrlich zu sein. Muss ich mal probieren. So, okay, die sind nur am Glotzen. Hundefutter hat nicht mehr geschmeckt, also fahren wir jetzt Zug. Diese Bänke mögen normal aussehen, aber Gerüchten zufolge können sie ein geheimes Fach enthalten. Wähle sie aus, um herauszufinden, wo sie sich befinden. Chelsea hat Mama angefleht, es bei der Umgestaltung in ihrem Zimmer einzubauen. Typisch Chelsea. Ich war ziemlich beeindruckt. Okay. Oh, warte mal, können wir hier mit jemandem Basketball, spielen lassen? Und wehe, du spielst jetzt nicht mit dem Basketball. Oh, du bist doch so ein Schlappranz. Oh. Okay, hier können wir wieder was kochen. Mein Vater liebt diesen Grill. Du kannst alles darauf auf den Punkt genau durchgrillen. Oder verbrennen lassen. Das hängt ganz von dir ab. Lass mal verbrennen. Das Haus muss abfackeln. Was ist denn hier? Pediküre? Ich liebe es, auf den Liegestühlen zu entspannen. Ah, hier gibt es also so Badesachen. Aber was? Ah, hier ist das Schwimmbad. Oh, da machen wir doch eiskalt. So, natürlich, der Junge muss schwimmen. Yay! So, den lassen wir jetzt so lange hier drin, bis er ertrinkt. Oh, das war ein Rückenklatscher. Der hat wehgetan. So, wen haben wir denn noch alles hier? Können wir hier irgendwelche Katzen und Hunde ertrinken lassen? Du brauchst unbedingt ein bisschen... Ah, lässt sich hier einfach mal eiskalt treiben. Das ist okay, kann man mal machen. Okay, die wechseln automatisch die Kleidung. Sieht aber auch ein bisschen komisch aus. So, okay. Das war's. Okay, dann haben wir hier schon mal alles. Das ist Daisys DJ-Pult. Komm schon, lassen wir es richtig krachen. Oh ja. Gucken wir mal. Wer sieht denn hier so ein bisschen nach DJ aus? Hier. Der alte. Oh yeah. Let's go, Ladies! Lass die Hüllen fallen! Gut. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Hier haben wir natürlich jetzt neue Ingredienzien. So, können wir hier vielleicht ein Hotdog-Brötchen? Wäre noch ganz gut. Naja. Okay, sieht ganz schick aus, um ehrlich zu sein. Was spiele ich hier überhaupt? Was spiele ich hier überhaupt? Unglaublich. Wohin möchtest du? Tja, ich würde sagen, das war Barbies Dreamhouse Adventure. Und für die Leute auf YouTube, wenn ihr da Bock drauf habt, können wir tatsächlich nochmal was machen. Aber aktuell würde ich sagen, wir haben es genug begutachtet. Ich habe ja gesagt, so ein Stündchen war ganz lustig. Was? Weiß ich nicht, ob ich habe 30 Euro für den Kram bezahlt. Also lasst wenigstens mal ein Like da oder wenigstens mal irgendwas. Und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet hat. Es war lustig zum Fremdschämen zugleich, war aber, naja, gut.